So, schönen guten Tag hier im Diskurs Sportmedizin und Prophylaxe. Mein Name ist Robert Erbeldinger. Ich bin Herausgeber der Sportärztezeitung und heute ist der 24.04.17 Uhr. Wir haben das bewusst nicht live gemacht aufgrund der aktuellen Situation, weil wir das Ketten gar nicht realisieren können, eventuell durch eventuelle Behandlung etc. der Teilnehmer. Wir haben uns entschieden, hier in der Sportärztezeitung eine Art Diskurs im Bereich Sportmedizin und Prophylaxe zu machen. Später kommen wir noch zu den Begriffen. Ich möchte gerne beginnen hier mit zwei Zitaten, die mir in den letzten Wochen aufgefallen sind. Einmal, die beste Medizin, die wir haben, ist unser Immunsystem. Und für diesen Sommer sind wir auf Expertenmeinungen angewiesen. Studien wird es erst im nächsten Jahr geben. Deshalb habe ich auf meinem Beirat der Sportärztezeitung drei Partner, Ärzte und Weggefährten eingeladen. Universitätsprofessor Dr. Med. Christoph Schmitz, Dr. Med. Kurt Mosetter und Privatdozent Dr. Med. Felix Post. Willkommen. Kurze Einleitung von meiner Seite, warum wir dies hier machen. Weil wir mitten in einer Krise sind, mit extrem vielen negativen Informationsüberfluss, einer Art Unordnung oder auch Chaos. Und wir möchten gerne ein bisschen Perspektive geben, mit Hilfe der Sportmedizin, um das Big Picture nicht zu verlieren. Wir möchten auch die Gelegenheit hier nutzen, die Sportmedizin zu stärken und sie zu nutzen, um dem Sportler, aber auch Patient in dieser Zeit etwas Ordnung zu geben, letztendlich damit auch der Gesellschaft zu dienen. Das bedeutet, relevante Themen zu stimulieren, aber auch zu integrieren. Das kann deshalb sehr, sehr gut funktionieren, weil die Sportmedizin per se kein Facharzt hat, sondern eine Weiterbildung, Fortbildung ist. Bedeutet, so wie wir sie eben handhaben mit der Sportärztezeitung, es ist ein interdisziplinärer Zugang nahezu aller Fachdisziplinen möglich. Ja, und das sehen wir hier als Chance. Und deshalb auch der Begriff Prophylaxe als alte, aber auch neue Rubrik vielleicht, um einfach vor der Rehabilitation etwas zu lernen, auch im Unterschied zu der Prävention. Prophylaxe, wie auch die Rehabilitation, bedingt Training oder eben Disziplin. Nur was und wie trainiert wird, das ist die Frage. Ein Thema, was wir alle kennen und aktuell auch sehr stark erleben, ist die Ernährung. Ernährung und Nutrition, hier gehört vieles hinzu. Das gehört mit Sicherheit dazu, wenn man einfach nicht warten will auf einen Impfstoff in der aktuellen Zeit oder sich irgendwie unterstützen will beim Support des Immunsystems. Aber wenn man die Prophylaxe anschaut, ist da noch mehr, gehört noch mehr dazu. Bewegung, Ernährung, Psyche. Und das wollen wir heute so ein bisschen beleuchten. Was? Das sind die Themen Sportmedizin, Prophylaxe, auch in der Abgrenzung zur Prävention, Immunsystem, Regulation, Kapazitäten, Redundanzen, Ernährung, Sporternährung, Basisernährung, alles, was dazugehört, Mikronährstoffe. Da gab es so viele Webinare mittlerweile, die wir gesehen haben, indikationsspezifisch. Hier einfach ein bisschen Ordnung. Und was heute vielleicht auch angesprochen wird, extrem wichtig ist, sind die biopsychosozialen Faktoren, wie man sie in der Medizin nennt, im Sport. Wenn man sich die Bücher anschaut, mit denen auch die Rackman-Studie arbeitet, dann sind das psychosoziophysiologische Unit, wird der Athlet betrachtet, ist ähnlich. Ja? Sport, Bewegung, Regeneration, Schlaf, Atmung, Psychologie, mentale Strategien, Immunologie und vieles mehr, um das mal anzureißen. Die Frage, die wir uns hier gestellt haben, ist, wie können wir prophylaktisch handeln? Ja, um eben nicht erst aus der Rehabilitation rauszukommen, früher. Wir haben das früh begonnen und möchten das heute ein bisschen diskutieren. Dazu wird es drei Vorträge geben, später auch eine kleine Diskussion. Das Ganze wird im Heft auch publiziert mit der Sportärztezeitung, die am Montag, Dienstag in Druck geht und erst dann wird dieses Video auch online sein. Es ist aber auch kein Webinar, kein Live-Webinar, weil wir hier auch nicht wussten, ob jeder der Beiräte wirklich zeitnah oder aktuell vor Ort sein kann. Wie wir handeln können, über das Verhalten, Eigenverantwortung, diese Teachable Moment nutzen, den die ganze Gesellschaft, die ganze Welt eigentlich aktuell hat. Ja, das hat man auch gut im Buch von Lutz Graumann gesehen, Regeneration, Teachable Moments, dann verändert der Mensch vielleicht was, um letztendlich zur Primärprävention, Prophylaxe zu kommen. Und ein Thema, was ich mit Professor Christoph Schmitz schon lange auch diskutiere, ist Lernen aus der Zahnmedizin. Hier ist Prophylaxe eigentlich entstanden. Hier ist das Zähneputzen täglich, zwei oder dreimal am Tag. Ja, aber was sind die anderen? Wie Zähneputzen in anderen Bereichen? Das Ganze über Austausch, Handlungsempfehlung, über Erfahrung zu Evidenz, Evidenz zu Erfahrung, wie wir es eingangs auch gehört haben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich nun auf die Vorträge und gebe das Wort nun an Christoph. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Robert. Es ist mir eine Freude, heute Abend dabei zu sein und ein paar wenige Gedanken zu diesem Thema Covid-19, Herausforderungen, Chancen für die Sportmedizin
Prävention, Prophylaxe hier beizutragen. Ich habe den Lehrstuhl für Anatomie 2, Neuroanatomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und um das gleich vorweg zu sagen, das ist heute Abend mein wichtigster Beitrag. Ich habe keinerlei Interessenkonflikt in Bezug zur Thematik dieses Webinars. Also ich verkaufe Ihnen nichts, Sie können bei mir nichts kaufen, Sie können bei mir noch nicht mal eine Therapie kaufen. Und von daher können wir hier relativ frei sprechen. Sie fragen sich eventuell, was hat ein Anatom, ein Neuroanatom mit Covid-19 zu tun? Die Antwort ist, aus Gründen, die ich hier nicht nennen kann, darf und möchte, habe ich mich in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv mit Covid und möglichen Therapiestrategien beschäftigen müssen. Und daraus sind einige Ideen entstanden, die ich heute Abend mit Ihnen, mit euch teilen möchte. Ich werde hier keinen wissenschaftlichen Vortrag über den latest state of the art, über die aktuelle Covid-Forschung halten. Das ist auch überhaupt nicht nötig, sondern ich habe mir überlegt, dass ich ein paar ganz wenige, ganz einfache Statements präsentiere, die alle wissenschaftlich fundiert sind, damit wir die Sache auf möglichst einfache Dinge runterbrechen. Einfach heißt aber nicht primitiv, sondern einfach ist für mich einfach immer die Essenz. Und dann gehen wir mal direkt rein. Das ist das Erste. Das neue Virus SARS-CoV-2 oder Corona, wie man es auch immer nennen mag, und der Mensch, das sind zwei, die sich tatsächlich nicht gesucht, aber leider tatsächlich gefunden haben. Und das Problem, was wir momentan haben, und da werden mir meine Nachredner möglicherweise zustimmen, ist, das ganze Problem ist eine üble Mischung aus dem Beitrag des Virus und dem Beitrag des Menschen selber. Wir fangen mal kurz mit dem Virus an. Es ist also unbestritten, dass wir hier eine höhere Pathogenität als bei vielen anderen Viren bisher hatten. Die Mortalität ist tatsächlich höher und sie ist auch deutlich höher als bei Grippeviren. Das müssen wir heutzutage leider konstatieren. Aber es gibt tatsächlich auch einen erheblichen Beitrag des Menschen und den fasse ich zusammen in globaler Mobilität. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Vor 100 Jahren hätte Covid uns nicht getroffen, das wäre auf China begrenzt gewesen und der Fall wäre damit wahrscheinlich erledigt gewesen. Aber wir müssen ein bisschen über Leichtfertigkeit sprechen, denn die ist tatsächlich evident. Und ich habe hier einfach mal drei Dinge hingeschrieben, die man, von denen jeder selbst überlegen kann, ob er diese Gedanken auch schon mal hatte. Die mittlere ist natürlich sehr polemisch, aber wenn wir ehrlich sind, dann hat sich in den letzten Jahren bei uns so ein bisschen so eine Art dieses Denken eingestellt. Probleme löst man mit einer App und wir kriegen alle momentan mit, dass das bei Covid tatsächlich nicht der Fall ist. Dann gibt es sicherlich viele, die gedacht haben, trifft mich schon nicht. Wir hören ja nach wie vor Berichte, dass also auch während die Pandemie schon begonnen hatte, es immer noch neue Kreuzfahrten gab, wo man sich hinterher einfach fragt, ja, wie kann denn sowas sein? Und dann ganz wichtig, wenn es mich trotzdem trifft, haben wir gute Ärzte und ich bin gut versichert. Und auch das scheint möglicherweise, also es ist zwar sicherlich richtig, aber auch das scheint möglicherweise nicht unbedingt das Allheilmittel zu sein. Gehen wir mal weiter. Und das ist das Zweite, wirklich Wichtige. Die Welt war gewarnt und hat die Warnung ignoriert. Das kann man nicht mehr leugnen. Das ist eine Publikation aus März 2019 aus diesem mittlerweile berühmten Institut für Virusforschung in Wuhan in China. Und der Letztautor ist seit langem dabei, sich über diese mit diesen Coronaviren zu beschäftigen. Und er hat im März letzten Jahres gesagt, wir hatten innerhalb von 20 Jahren drei entsprechende Pandemien oder Outbreaks zumindest. Und er hat klipp und klar gesagt, wir müssen der Sache nachgehen und wir müssen schauen, ob wir Anzeichen für frühe und frühesten Warnungen bekommen. Denn nur das könnte eventuell dazu führen, dass wir bei weiteren Ausbrüchen das Risiko minimieren. Also man ist natürlich hinterher immer schlauer, nur
Es ist tatsächlich so, dass wir nicht völlig unvorbereitet in diese Sache reingegangen sind. Und daraus können wir auch gleich schon die Schlussfolgerung ziehen aus dem, was wir hier sehen. Es ist jetzt der vierte Ausbruch von Coronavirus innerhalb von 20 Jahren. Wir können uns darauf einstellen, dass die jetzige Pandemie nicht die letzte ihrer Art sein wird. Das wäre falsch zu behaupten, dass wir die Sache jetzt in den Griff bekommen und dann alles in Ordnung ist. Das nächste ganz Wichtige, und da werden wir von Felix Post nachher wahrscheinlich mehr zu hören, das ist eine Erkenntnis der letzten Wochen. Covid-19 ist keine isolierte Erkrankung der Lunge bzw. der Atemwege, sondern wir wissen mittlerweile, dass Covid, je nachdem, wo es auftritt, praktisch überall im Körper schlimme Zustände verursachen kann. Wir hatten anfangs gesagt, es ist eine Lungenerkrankung. Das ist es zwar auch, aber es ist wesentlich mehr. Und es gibt mittlerweile die Idee, dass Covid über die Riechschleimhaut in das Gehirn eindringt. Das ist ein Grund dafür, warum Menschen bei Covid ihren Riechsinn verlieren. Und darüber hinaus nimmt man mittlerweile an, dass das Hauptproblem bei vielen Patienten die Endothelzerstörung im Hochdrucksystem ist, was mit der Lunge zunächst mal überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und jetzt wird es leider immer schlimmer, aber wir wollen ja darüber reden, was man machen kann. Wir wissen mittlerweile, die Erkrankung zu überleben ist nicht genug. Das ist ein Paper, das ist heute rausgekommen. Die Autoren Henk Stamm und Gerold Stucki sind mit die wichtigsten Leute in der International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Ich kenne sie beide persönlich sehr gut. Und die Warnung, die hier ausgesprochen wird, ist einfach nur zu denken, sobald wir die Patienten wieder von der Intensivstation zurück haben, können wir sie nach Hause schicken und die Sache ist erledigt. Das wird fürchterlich schief gehen. Es scheint so zu sein, dass die eigentliche Arbeit anschließend dann erst beginnt. Man spricht nämlich mittlerweile in der Medizin von einem sogenannten Post-Intensive Care Syndrome, was eine ganze Reihe von unterschiedlichen Symptomen hat. Und das wird uns möglicherweise lange, lange beschäftigen. Nur eine Zahl aus dieser Studie: Ein Drittel der Patienten, die auf der Intensivstation waren, kehren nicht mehr in ihren originalen Beruf zurück, weil sie das nicht mehr können. Und das ist nicht nur unbedingt krankheitsbedingt, das ist bedingt durch diese möglicherweise Tage und sogar länger lang anhaltende Beatmung. Da werden wir sicherlich mehr nachher von zu hören. Der Punkt, den ich hier schon machen möchte, ist, hier kommt einiges auf die Sportmedizin zu, wenn es an Rehabilitation geht. Und genau das wird ja auch hier jetzt schon angesprochen und gefordert. Jetzt kommen schlechte Nachrichten, aber auch teilweise gute Nachrichten. Die Entwicklung einer Impfung gegen Covid wird noch lange Zeit dauern. Aber, und das ist die gute Nachricht, sie erscheint immerhin realistisch. Warum sie noch lange Zeit dauern wird, hängt halt einfach damit zusammen, wie man Impfungen machen muss. Man muss dazu ein attenuiertes, also ein abgeschwächtes Virus haben, gegen das der Körper Antikörper aktiv bilden kann. Und dazu muss das Virus zum einen so weit abgeschwächt sein, dass man selbst nicht dann an der Erkrankung erkrankt. Das wäre fatal. Aber umgekehrt darf es auch nicht so weit abgeschwächt und umgebaut sein, dass die Antikörper, die der Körper dann entwickelt, gegen das eigentliche Virus überhaupt nicht mehr greifen. Also das ist eine Gratwanderung, die man auch nur sehr bedingt, auch mit den modernsten Methoden, voraussagen kann. Und das ist der Grund, warum das Ganze so lange dauert. Die gute Nachricht ist für die Experten, Covid ist ein RNA-Virus. Und bei der Replikation, also bei der Vermehrung des Virus, muss diese RNA ja neu geschrieben werden. Und glücklicherweise haben die Coronaviren einen sogenannten Proof-Reading-Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Mutationsrate von diesen Viren sehr, sehr gering ist. Und das ist der Grund dafür, warum eine Impfung überhaupt möglich sein wird. Das ist beim HIV-Virus zum Beispiel nicht der Fall. Da gibt es dieses Proofreading nicht. Das heißt, dieses Virus verändert sich ständig. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Impfung gegen HIV so extrem schwer zu designen ist. Also das ist zumindest bei Covid deutlich besser als HIV. Und das gibt uns zumindest Hoffnung, dass die Sache doch irgendwann vorbei sein wird. Kleines, aber sehr wichtiges Detail.
So, nächstes wichtiges Statement. Nach dem derzeitigen Stand des Wissens ist Primärprävention, also erst gar keine Ansteckung, tatsächlich die beste Strategie gegen Covid-19. Und zwar deswegen, weil wir mittlerweile Zeichen an der Wand sehen, dass die Infektion zu lang anhaltenden Schäden in den verschiedensten Teilen des Körpers führen kann. Man kennt sicherlich die Berichte von den Tauchern aus Österreich, von denen man davon ausgeht, dass, obwohl sie die Erkrankung überlebt haben, sie nie wieder tauchen können, weil die Lunge irreversibel geschädigt ist. Und das ist ja erst der Anfang. Also wir dürfen tatsächlich froh sein, dass es bei uns in Deutschland den Lockdown schnell gegeben hat, denn die Primärprävention scheint tatsächlich das Allerwichtigste zu sein. Eine frühe Herdenimmunisierung ist möglicherweise doch nicht die bessere Strategie. Und jetzt kommen wir so langsam aber sicher in den Punkt, den wir hier jetzt besprechen wollen. Ich gehe also so ganz langsam schon in Richtung Überleitung. Denn wenn es trotzdem zur Ansteckung mit Covid kommen sollte, dann sollte der Körper so gesund wie möglich sein. Das ist eine Studie von einem bekannten Hamburger Rechtsmediziner, die sie bestimmt auch irgendwo im Internet schon mal gelesen hatte. In seinen Obduktionen sagt er klar, 65 von 65 Corona-Toten hatten Vorerkrankungen. Und eine davon, die arterielle Hypertonie und Herzinfarkt, da hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, da scheint es tatsächlich so zu sein, dass man auch die Mechanismen beginnt zu lernen, nämlich die Endothelzerstörung. Und dann ganz klar, ohne Diskussion, ein möglichst intaktes Immunsystem mit Reserven ist das Beste, was man machen kann. Da müssen wir kurz einhalten. Die Reserven, das ist ein ganz normaler, natürlicher Vorgang. Unser gesamter Organismus ist so angelegt, dass egal über welches System wir sprechen, wir gewisse Reserven haben. In der Sportmedizin kann man sich das ganz einfach selbst vorstellen, also in der Sportorthopädie. Man kann seine Knochen zu einem bestimmten Punkt auf Biegung belasten. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist also nicht so, dass jede Biegung sofort zu einem Knochenbruch führt. Und man merkt sogar, wann die Biegung nicht mehr weitergehen kann, weil dann das Periost gereizt wird und es anfängt weh zu tun. Und das ist tatsächlich der Reiz, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und manche wissen das, wenn es dann trotzdem weitergeht, dann ist die Reserve irgendwann aufgebraucht und der Knochen bricht halt eben. Gehen Sie an die Niere, da können wir eine Niere problemlos spenden und die andere kann ihren Job nach wie vor gut machen. Wenn wir nachher auch mehr zu hören, so ab 40% Gesamtnierenkapazität, wenn es noch weiter runter geht, dann, aber auch erst dann fangen wir an zu sehen, dass es Probleme gibt. Bis dahin kann viel passieren und trotzdem funktioniert alles, weil wir halt eben diese Reserven haben. Und das Gleiche gilt für unser Immunsystem. Alle, die Patienten mit Polytraum behandeln oder wo man mehrere Operationen hintereinander machen muss oder mehrere Operationen gleichzeitig nach Unfällen etc., wissen das sehr gut. Das Immunsystem hat eine gewisse Reserve, die kann aufgebraucht werden, damit kann gearbeitet werden. Aber wenn die halt eben weg ist, weil sie an anderer Stelle im Körper gebraucht wird oder weil das Immunsystem so weit geschwächt ist, dass die Reserve als erste weg ist, dann ist sie halt eben nicht mehr da und dann kann sie auch nicht mehr verwendet werden. Und das ist dann auch der Punkt, wo man sagen muss, hier muss es hingehen, also möglichst keine arterielle Hypertonie. Ich meine, das ist jetzt nicht Covid-spezifisch, aber kurioserweise ist das momentan mit einer der heißesten Tipps, die man geben kann gegen Covid, so kurios es klingen mag. Aber aus dem, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, macht es mittlerweile tatsächlich auch mechanistisch, wie wir in der Schulmedizin immer so schön sagen, Sinn. Und das möglichst intakte Immunsystem mit Reserven macht dann auch Sinn. Ja, und wie kommen wir dazu, wenn wir keine Primärprävention machen können? Also wenn es tatsächlich doch mal zu einer Infektion kommt, dann ist es gut, dass man vorher aktive Prophylaxe gemacht hat. Und so wie es ja vorhin schon angeklungen ist, ist es tatsächlich so, dass man mit aktiver Prophylaxe in der Medizin sehr weit kommen kann. Da erinnere ich einfach ans Zähneputzen oder auch an die professionelle Zahnreinigung. Das hat sich mittlerweile durchgesetzt. Der Anteil von Karies ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Und da scheint das zu funktionieren. Und man fragt sich, warum das in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Sportmedizin, nicht auch funktionieren kann.
Wenn man so ein bisschen reinschaut, kann man ja manchmal auf die Idee kommen, dass Sportmedizin eher dazu dient oder bei manchen Stellen dazu dient, entweder nur zu reparieren oder sogar die Reserven, die der Körper hat, auf das Maximale auszureizen, um die Leistungsfähigkeit maximal zu steigern. Das ist zwar alles auch gut und legitim und hat seinen Platz, aber man sollte tatsächlich mal anfangen, ob man in der Sportmedizin nicht doch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen sollte und tatsächlich medizinisch Programme entwickeln, anbieten, die diese aktive Prophylaxe in Richtung eines gesunden Körpers, eines gesunden Immunsystems doch noch stärker in den Vordergrund bringt, als das heute der Fall ist. Wie man das konkret macht, das ist nicht meine Expertise und an dieser Stelle würde ich dann auch weitergeben und zunächst mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit sagen. Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Ich denke, der Kurt Moseter wird jetzt gleich das Wort ergreifen. Sehr, sehr spannende wissenschaftliche Einblicke. Definitiv am Anfang auch ein bisschen, womit man sich auch nicht immer so beschäftigt, selber wir. Der Kurt Moseter an dieser Stelle jetzt, wunderbar. Ich habe mit dem Kurt, oder Kurt hat ja relativ früh, Anfang März, zu dem Thema Immunsystem Ernährung ein sehr, sehr nettes Interview in der Frankfurter Rundschau gehabt. Und so kamen wir eigentlich auch darauf, dass ich darauf den Christoph angerufen hatte, was hältst denn du davon? Er sagte, super, ich stehe hinter diesen Themen auch in der Prophylaxe. Und dann haben wir noch mit Felix gesprochen und jetzt kann ja Kurt, nachdem er diese wissenschaftlichen Einleitungsstudienüberblick gesehen hat, mal so ein bisschen aus der Erfahrung sprechen. Nochmal, 6 Wochen nach diesem Interview, glaube ich, oder 4, die Themen jetzt nochmal für die Sportmedizin, die Themen, die wir eigentlich schon lange bedienen, vielleicht vorstellen. Vielen Dank. Also, lieber Robert, vielen Dank für die Einladung. Lieber Christoph, ich habe viel dazugelernt. Das war wirklich super upgedatet. Ich bin zwar auch upgedatet, lese jeden Tag, aber das war schon beeindruckend. Also vielen Dank. Und ich möchte jetzt einfach eine kleine Reise machen zum Immunsystem. Und man kann nicht alles erfassen. Es gibt natürlich Lehrbücher, die befassen sich wunderschön damit. In den klassischen Lehrbüchern, das spielt das Mikrobiom, das Virom und die Mikrobiota noch eine zu nachgeordnete Rolle. Die sind noch nicht genügend aufgenommen. Auch die Mitochondrien haben eine eigene mitochondriale antivirale Strategie, die sind auch noch zu wenig berücksichtigt. Und die Muskeln sind eigentlich auch noch ein spannendes, immunkompetentes Organ. Und ein kleiner Ausflug so aus der Erfahrung, aus der Regeneration und das Fundament für die Kraft und für die Aktivität vom Immunsystem, die hängt auch am gesunden Darm, an den Darmhormone, an den Glückshormone, am Serotoninstoffwechsel, am Futter für die Mitochondrien. Und ein gesunder Darm, der produziert kurzkettige Fettsäuren, der produziert NAD+, der nährt die Mitochondrien und garantiert eine reibungslose Arbeit. Und der Darm hat Signale zur Leber, viele Signale zum Gehirn, da spricht man von der Darm-Leber-Hirnachse. Und es ist einfach nicht nur ist sozusagen eine gewisse Fernsteuerung zum Gehirn, sondern eigentlich auch zu unserem psychisch-emotionalen Empfinden und zum Immunsystem. Dann haben wir da so Nährstofflager im Darm. Bei der gesunden Ernährung produziert der Darm alles selber, inklusive Folsäure, K2 und kurzkettige Fettsäuren. Und dann haben wir dort einen Reparaturwerkzeugkasten bis hin zu einer epigenetischen Reparatur. Und jetzt können wir viel lernen bei der 100-Jährigen. Was essen die denn und wann essen die denn und wie viel essen die denn? Also in Okinawa, dann gibt es hier die Methusalem-Ernährung. Ich kenne viele in Nepal, Sikkim, Tibet, die haben schon viele Viren überlebt und die halten sich fit, die sind noch aktiv. Und dann hat man einfach eine gute Möglichkeit, so eine antientzündliche Ernährung in Leipzig zu entwickeln. Oder eine entwickelte Ernährung, die wir eigentlich bei der Hockey schon seit 2006 haben, mit eher wenig kurzkettige Kohlenhydrate, aber mehr Protein und mehr wertvollem Fett mit einem gesunden Darm, mit einer Darmgesundheit ins Spiel zu bringen. Und die Idee war einfach, mit einer guten Ernährungssteuerung einen guten Schlaf zu ermöglichen, über einen guten Schlaf eine gute Regeneration hinzukriegen. Und man möchte eigentlich, dass die Spieler nicht krank wurden. Deshalb haben wir die Spieler als Botschafter auch für Kinder, was sie tun können, dass ihr Hirn und ihr Immunsystem fit bleibt. Da haben wir einfach einen ganz einfachen Plan, Prophylaxe, natürlich intelligente Ernährung, keine Diät, Natural Eating, so viel wie möglich frisch, regional, Gemüse, Früchte mit geringem Zuckerimpact, insgesamt wenig Verarbeitetes und nichts mit zu viel Zucker. Und das werden wir sehen, das hat der Christoph schön dargestellt. Die Hypertonie ist ein Risikofaktor, aber, da kommen wir nachher noch drauf, das Risiko, an dem Coronavirus zu sterben, die Mortalität, wird bei einer entgleisten Diabetes-Typ-2-Erkrankung
geht es fast auf den Faktor 10. Das heißt, deshalb haben wir den Zucker auf dem Radar und die Ernährung auf dem Radar. Kleine Zusammenfassung, gesunder Darm, Natural Eating, also Ballaststoffe, Kräuter, Gewürze, Amaranth, Quinoa, Hirse, aber auch Hülsenfrüchte und Beeren, die nähren den Darm. Dann produziert der Darm eine ganze Serie an wertvollen Substanzen, Biotin, B-Vitamine, kurzkettige Fettsäure, NAD, die füttern die Mitochondrien. Dann gibt es Epigenetic Modifiers und dann geht es so weit, dass Transkriptionsfaktoren aktiv werden, die dann die Reparatur aktivieren. Also Immunregulation bis hin zur DNA-Reparatur, Neuroregeneration. Man möchte gerne Stoffwechselbalance. Man möchte gerne auch eine psychische Gesundheit oder das Streben natürlich auch eine Gehirngesundheit an. Hier ein kleines Bild für alle, die es dann näher betrachten möchten. Die Mitochondrien haben eine Schlüsselrolle in der Immunantwort. Und die Mitochondrien mit unterschiedlichen Schritten von der Immunabwehr, die sind in der Lage, eine überschießende Interleukin-, Zytokin- oder Interferon-Reaktion auszubalancieren. Das heißt, das ist ein komplexes System, was sich eigentlich in dem komplexen System regulieren kann. Aber viele Menschen haben in der Vorbelastung in unserer Zivilisationsgesellschaft schwächelnde Mitochondrien, die sind müde, die sind abgeschlagen, die schlafen schlecht. Und damit kommt so ein verdecktes Fatigue-Syndrom mit ins Spiel. Und viele Medikamente, wenn man sich da einfach dran gewöhnt und nichts weiteres tut, als ein Medikament zu vertrauen, dass dann der Blutdruck gut wird und die Fette runtergehe und der Blutzucker gut läuft, die trüge. Denn deshalb so viele Medikamente wie nötig, aber nicht zu viele. Und deshalb ein Plädoyer in der Prophylaxe, lasst uns die Mitochondrien pflege und lasst uns was tun, dass die gut im Gang bleiben. Und dann möchte man gern ein Plädoyer halten für einen gesunden Schlaf, einen gesunden inneren Rhythmus. Je besser die Regeneration, je besser der Schlaf, umso besser bin ich dann in einer natürlichen Immunkompetenz, umso besser sind eine Reihe von Bodenstoffen aktiv, die eigentlich nicht nur den inneren Takt steuern, sondern uns beruhigen, die antioxidativ wirken, die unser Gehirn beruhigen und die mit dem Immunsystem verwoben sind. Auch Melatonin, die Vorläufer vom Serotonin, 5-Hydroxytryptophan, sind entscheidend mit der Immunantwort verwoben. Wenn allerdings im Darm eine Entzündung herrscht, dann habe ich plötzlich viel weniger Melatonin, viel weniger 5-Hydroxytryptophan, viel weniger an natürliche Bodenstoffen. Also Schlaf, Schlaftraining am Abend, ein paar Kit-Übungen, dann ein paar Atemübungen. Und einfach Lifestyle-Interventionen, dass man sagt, wie kann ich den Schlaf aufs Radar nehmen und kann ich den Schlaf gegebenenfalls trainieren? Athleten tun das. Gerade vorher hat der Ronald Burger das schön gesagt, die Biathleten machen das sehr, sehr gut. Ja, die haben einen erstaunlichen Puls, wenn sie eigentlich schnell in der Loipe unterwegs sind. Und dann geht er auf 180 und 190 und die schaffen es nur mit Atemtechniken, den auf 130 runterzukriegen und dann eigentlich doch im Schießen eine gute Leistung zu bringen. Also Plädoyer für einen guten inneren Rhythmus. Und jetzt noch ein Plädoyer für ein scharfes Immunsystem. Das bedeutet, wenn die Antenne, die Antikörper, die haben zwei große Domains, eine, die direkt mit Antikörpern zusammenhängt. In dem Bildchen sieht man das schön, Erkennungsdomain für ein Virus und dann eine Antwort. Und diese lebendigen Antennen, das nennt man sozusagen, das sind kleine Monosaccharide, das nennt man Glykosylierung, die erkennen das, reagieren relativ schnell, wenn sie denn können. Hier haben wir nochmal so einen Antikörper, zwei Domains. Die eine, die dann eigentlich Antikörper entwickelt, die zweite, die FC-Region, die einfach ganz schnell aus Komplementsystem aktiviert. Also diese Signalantenne müsse scharf sein. Und jetzt haben wir aber ein großes Problem. Bei vielen Menschen, je höher der HbA1c, je entgleister der Blutzucker, umso mehr sind nicht nur die roten Blutkörperchen glykiert, also karamellisiert, sondern umso mehr wären diese Antennen unschärfer. Ein schönes Beispiel, was ist denn Glykierung? Glykierung ist, wenn Milch und Zucker im Kochtopf anbrennt, das nennt man karamellisiert. Und hier ist ein schöner Wert, das widerspiegelt, ist der HbA1c. Bei einigen Kandidaten auch der HOMA-Index. Und hier sind wir beim Zucker. Das heißt, zu viel Zucker schädigt die Mitochondrien, schwächt unseren Darm und schwächt auch unser Immunsystem. Und das sind die Dinge, die uns nicht gut tun. Und Prophylaxe heißt, wenn wir schon mal reingeschlittert sind, sollten wir was tun, dass wir uns möglichst in einen gewissen Entzug von dem begeben. Und hier nochmal ein schönes Bildchen. Auch das hat David Sinclair am MIT in Boston gezeigt. Je höher der HbA1c, das ist eine Schnittstelle, wo das Coronavirus einen leichteren Eintritt findet.
Wir haben ein Enzym beforscht mit dem Werner Reuter an der Charité. Das war die DPP4, die Dipeptidylpeptidase. Im Immunsystem kennt man das als CD26. Und es war schon beim SARS eigentlich eine Schnittstelle, wieso auch bei SARS schon und bei MERS Patienten mit entgleister Blutzucker eine wesentlich höhere Mortalität gehabt haben. Und deshalb Prophylaxe setzt da an, wo ich in meinem Leben, solange ich noch nicht krank bin, was dafür tun, dass ich meinen Stoffwechsel besser regulieren kann. Und hier nur eine kleine Übersicht. Also der HbA1c ist ein unabhängiger Prädiktor für Mortalität. Das war eine Arbeit schon von 96. Hier All-Cause Mortality, Glycated Hämoglobin, ganz klar. Hyperglycemia und Mortality, auch ganz klar. Und bezüglich dem Coronavirus gibt es auch aktuelle Arbeit, die ich jetzt noch nicht drin habe. Ich war nicht so schnell wie der Christoph, die klar sagt, es gibt eine enge Korrelation. Je steiler der HbA1c ansteigt, umso größer die Mortalität. Und auch hier im Krankenhaus, da bin ich nachher gespannt auf den Felix, wenn wir von ihm nochmal Daten kriegen. Und das ist eine schöne Arbeit. Ich war nicht ganz so schnell wie der Christoph, aber hier auch April 2020. Und hier wird ganz klar, Diabetes Type 2 and Metabolic Syndrome might have up to 10 times greater risk of death when they contract COVID-19. Also hier sind es natürlich die üblichen Verdächtigen. Christoph hat es vorher schon gesagt, die Hypertonie, dann der Diabetes. Aber der Diabetes hat nicht nur Spätfolger, sondern Querausläufer. Und die Niereninsuffizienz, ohne dass der Patient es merkt, die beginnt schon bei vielen, bevor der Diabetes Typ 2 diagnostiziert wird, die Schwächung vom Endothel, das ist eine Schnittstelle in Arteriosklerose, in Silent Inflammation, in den entzündlichen Stoffwechsel. Und je mehr Entzündung, umso mehr ist unser Immunsystem dort gebannt, aktiv, stellt chronisch um und hat weniger Ressourcen für eine schnelle Immunantwort. Und nochmal ein Paper vom März, auch da kann man lernen. Die Chinesen haben uns ganz klar die Botschaft gebracht, dass einige Antiviral Drugs und auch die Corticosteroide systemisch und auch unter anderem tatsächlich auch Antibiotika nicht immer die beste Lösung sind, sondern das will maßgeschneidert sein. Und da braucht es Leute wie der Felix, die dann maßschneidern. Was brauche ich? Aber der Impact von der Corticosteroide ist ganz klar, dass sie bei den Kandidaten, die einen entgleisten Stoffwechsel haben, Zuckerstoffwechsel haben, das eher noch aus der Fuge bringen. Deshalb eigentlich ein genaues Management, aber da hören wir nachher den Felix. Die Frage ist, bestimmt wirklich das Alter allein das Risiko? Ich würde sagen, ganz wichtig, der Lebensstil, wie man alt wird. Wenn jemand autonom alt wird und seine Muskeln noch im Griff hat, dann hat er schon ein geringeres Risiko. Und wenn er einfach mit seinem gesunden Darm und natürlicher Ernährung altert, dann hat er auch ein geringeres Risiko. Letzte Worte noch zum Dynamo. Die Batterie vom Immunsystem sind trainierte Muskeln, Myokine. Und die Mitochondrien, die Arme vom Immunsystem. Und eines möchte ich noch vorstellen. Die Arbeit gibt es schon seit 2012. Die wurde im Lancet 2019 nochmal wiederholt. Trainierte Muskeln produzieren Interleukin 15. Und das ist ein schönes Bild. Das reguliert den Fettstoffwechsel und es aktiviert natürliche Killerzellen. Und es aktiviert die CD8 Memory Cells. Und eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die hier nicht aufgelistet sind. Deshalb klar, Training ja. Aber zu viel Zucker, zu viel Fett und zu viel Übergewicht eher nicht. Eine andere Arbeit nochmal, Frailty in Sarcopenia, das heißt der Muskelschwund im Alter und die Gebrechlichkeit, ganz klare Faktoren, Hyperglykämie, da steigen die HbA1c, die Hyperinsulinämie, die Insulinresistenz und die metabolische Entzündung, die führt zur Dysregulation von der PI3-Kinase, das ist ein wichtiges Downstream-Signaling-Element, in der Insulinresistenz und das macht uns anfälliger für Erkrankungen. Für alle, die mehr lesen möchten, diese Arbeit wirklich toll im Lancet 2019 und da wird einfach nochmal die Immobilität hervorgehoben und da wird einfach gezeigt, dass mit den Muskeln, wenn die früh verschwinden, eine normale Sarkopenie darf es geben, aber wenn die zu schnell fortschreitet und wenn die eigentlich über den Lebensstil schon früher uns ereilt als geplant, dann ist das ein Risikofaktor, dass eigentlich unser Hirn schneller altert und unser Immunsystem schneller altert. Dann nehmen wir mal die Worte von meinem Lehrer, von Professor Dieter Filzenberg an der Charité. Der hat klar gezeigt mit Masterathleten, also die Sarkopenie ist nicht vermeidbar, aber man könne ihr mal sicher bis 100 entgegentreten, sodass man trotzdem noch einen autonomen Lebensstil führen kann.
kleinen Überblick über die Magical World von der Myokinen. Das ist nicht nur für die Muskeln gut und für die Knochen, sondern für das Immunsystem und das Gehirn. David Sinclair hat es nochmal high geleitet. Der hat dann einfach gezeigt, wie einige von den Myokinen, die Sirtuine aktiv sind, und die aktivieren die Fettverbrennung. Hier wird klar, Training plus Ernährung plus vielleicht intermittierendes Fasten kann dem Körper auf breiter Front helfen. Deshalb Training plus Glykoplan, Natural Eating. Man verhungert nicht, sondern man darf viel essen. Und man verwendet abends besser Gemüse mit einem geringen Zuckerimpact. Man verwendet lieber Früchte mit wenig Fruchtzuckerlast und wenig Glukoselast, wie Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere. Und zum Abschluss einen kleinen Überblick, was eigentlich in den USA die Sarah Hallberg, aber Stephen Finney, Jeff Follick gezeigt haben. Die machen keine strenge ketogene Ernährung, sondern die nehmen wertvolles Fett. Die gucken auch, dass es genügend Fibers gibt. Und die haben eigentlich hier in den Arbeiten gezeigt, dass selbst schwere Diabetiker mit Insulinpflicht, zum Teil 28 Kandidaten, konnte das Insulin loswerden, bei 40 weniger Menge, bei einigen unverändert. Und bei einigen ist eigentlich der HbA1c gestiegen. Das liegt daran, wenn der Darm aus dem Lot ist und die Mitochondrien und die Leber Fett nicht verwerten können, dann schreit der Darm der Leber, bitte produziert Zucker, und dann steigt die Gluconeogenese an und dann produziert die Leber noch mehr Zucker. Also da muss man auf den Darm achten. Und auch das ist noch eine schöne Arbeit, die zeigt, dass mit einer intelligenten Ernährung alles besser wird. Die White Blood Cells, der HbA1c, der Insulinspiegel, der Blutdruck und also Benefit auf breiter Folge über Lebensstil. Allerletzte Folie. Inzwischen gibt es auch die Arbeit, 7. April 2020, und da wird klar gezeigt, ja, ich kann viel tun. In der Arbeit wird vorgestellt, was belastet. Haben wir es auch wieder wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Krebs. Und die zeigt auch schön, das, was die Christoph gezeigt hat, dass die Erkrankung, bei denen die vorbelastet sind, noch viel mehr Spätkomplikationen mit sich bringen kann. Und dann sind es relativ viele, die zwar von der Intensivstation wegkommen, und wir haben das auch erlebt, zwei Kandidaten, die waren auf Intensiv, die sind wieder heim und sind dann plötzlich tot im Bett gelegen. Und die haben aber auch eine Dreifacherkrankung gehabt. In diesem Sinne auch ein Ausblick auf stabile Versorgung mit Vitamin D und Zink und Aminosäure und Protein. Ein Freund von uns, der Reto Kressig, der ist zuständig für das größte geriatrische Krankenhaus in Basel, der sagt, esst Eier, ja, esst Eier, macht ein paar Kraft in der Dehnungsübung. Und auch wenn man nicht im Fitnesspark ist, auch im Seniorenzentrum gibt es Möglichkeiten, mit ein paar einfachen Übungen das System so flott wie möglich zu halten. Das ist also die kleine Reise. Und in diesem Sinne danke ich für euer Interesse. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen positive Ausblick gemacht, dass ja, mit Prophylaxe sind wir in der Lage, dass wir eigentlich Covid-20 und Covid-21, die ganz bestimmt kommen, dass wir da gerüstet sind und dass mehr Sensibilität und ein besseres Wissen bei den Menschen zu mehr Selbstverantwortung und zu mehr Eigeninitiative führt, sodass sie dann was tun können, dass sie eigentlich ihr Risiko minimieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Kurt. Bevor jetzt gleich Felix Post hier die Ehre bekommt, zwei kurze Fragen von meiner Seite und doch an der Stelle. Ich habe gestern das Glück gehabt, Professor Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe, zu hören. Er hat zwei Sachen gesagt. Psyche und Immunsystem, für ihn sind die eigentlich eins. Ich denke, darauf sind wir gar nicht auf eingegangen. Das wäre jetzt noch spannend gewesen, ihn hier zu hören, aber das ging nicht, vielleicht irgendwann. Wir wollen ja auch für die Zukunft noch Arbeit haben. Ich denke, das geht ja bei dir auch in diese Richtung, weil das ist ein Thema, ne, wenn wir dieses Mikrob haben und den Wirt, ne, dann wurde ja früher auch schon gesagt, schaut euch auch den Wirt, das Milieu an, ne, und das Immunsystem trägt da rein. Die Psyche ist, denke ich, auch essentiell wichtig, weil wir ja auch immer mehr negative Informationen bekommen. Heute eingangs ja auch, jetzt wird es positiver, muss man ja so sagen. Also ganz sicher. Und zwar unser Doktorvater vom Rainer und mir, das war der Gottfried Fischer, ein Psychotraumatologe in Freiburg 1987. Die erste Arbeit zur Psychoneuroimmunologie, die ist 85 erschienen. Dann hat die psychosomatische Abteilung in Freiburg auch Arbeit dazu gemacht. Und das ist inzwischen kristallklar. Traumatischer Stress, chronischer Stress, Panik und Angst, die uns die Schlaf rauben, die hemmen die Immunantwort.
Das ist auch im übermäßigen Stress eigentlich ein zusätzliches Augenwindow. Und deshalb müssen wir alles tun, um den Menschen eigentlich Beruhigung zu bringen, Entspannungstechniken, dass man sagt, es ist ernst, aber ihr könnt auch was tun. Außer Social Distancing und außer aufzupassen, gibt es auch einiges, was ich parallel für mich tun kann. Über Muskeln, über Ernährung, über den Darm, über den Lebensstil, über Schlaf. Also relativ viel, was man tun kann, aber man braucht es auf dem Radar. Und mir erlebe viele Menschen, die total durch den Wind sind, die panisch sind, die eigentlich dissoziieren, die eigentlich in ein Delir übergehen, weil sie gar nicht wissen, was passiert. Ja. Deshalb brauchen wir gute Betreuung und Aufklärung. Viele telefonieren mir, viele erklären mir das. Und auch das muss eine Aufgabe sein in Zukunft. Ja, das hat einen großen Einfluss auf unsere Immunkompetenz. Ja, danke. Wenn man noch was dazu sagen darf. Felix, kurz Zeit für 2, 3 Fragen. Als ich vor 15 Jahren an der Uni Maastricht war, im Department of Psychiatry and Neuropsychology, das war so die Zeit, als diese Dinge aufgekommen sind. Und zu diesem Zeitpunkt hatte man eher so die Schulmedizin von der ganzheitlichen Medizin abgegrenzt. Ihr werdet das alle noch gut wissen. Ja? Und die Psychoneuroimmunologie ist für mich das klassische Beispiel dafür, wie man dann erkannt hat, dass diese beiden Dinge halt eben doch nicht getrennt sind, ja, sondern dass sie tatsächlich miteinander verbunden sind. Ja, und heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Und genauso wie der Kurz eben gesagt hat, heute ist es völlig glasklar, dass die Psyche einen massiven Einfluss auf das Immunsystem hat. Und man kann das hier auch an einer ganz einfachen Stelle zusammenfassen. Denn was wir mittlerweile wissen, ist die sogenannte HPA-Achse. Ja, das heißt, die Achse zwischen dem Hypothalamus, der Hypophyse und der Nebennierenrinde. Die Amerikaner sagen HPA-Axis. Und das ist mittlerweile gut bekannt. Der Hypothalamus wird aus der Amygdala angesteuert. Stress führt automatisch zur Cortisolausschüttung in der Nebennierenrinde. Das kann man im Tiermodell ganz einfach nachbauen. Und der Zusammenhang zwischen Cortisol einerseits und einem geschwächten Immunsystem andererseits haben wir ja gerade eben gehört. Also da ist man mittlerweile tatsächlich so weit, dass man sagen kann, es ist überhaupt keine Diskussion mehr. Und von daher ist es vollkommen richtig. Und früher haben wir ja gesagt, gesunder Geist lebt im gesunden Körper. Das ist, wir kommen kurioserweise hier auf ganz einfache Dinge zurück, die wir eigentlich schon alle früher kannten. Stark, danke. Ja, lieber Felix, last but not least, schön, dass es geklappt hat bei dir heute. Das war ja eingangs, als ich dich gefragt habe, nicht ganz klar, weil du natürlich in der Klinik tätig bist. Und Gott sei Dank sind die Fallzahlen ja jetzt so zurückgegangen, dass du dann doch Zeit finden konntest. Du hast jetzt die beiden Vorredner gehört, einleitend auch Christoph, mit der Studienlage, mit der Evidenz in der Literatur, den Nachrichten, die Erfahrung von dir oder was du auch von Kurt gehört hast jetzt, die Erfahrung von dir in der Realität, soweit du darauf eingehen kannst. Was kannst du dazu sagen oder was willst du dazu sagen in dem Bereich? Danke. Ja, ich kann dazu jetzt viel sagen. Ich kann dir nur keinen wunderbaren Vortrag darüber halten oder könnte ich gern tun. Wir haben Christoph einen tollen Vortrag gehört mit Daten und Fakten. Wir haben vom Kurt einen tollen Vortrag gehört mit Daten und Fakten. Und ich arbeite jetzt mit Covid zusammen seit mehreren Wochen. Ich habe Patienten betreut und ich lese dazu viel und ich weiß jeden Tag weniger. Man kann über, wenn man sich stabilisieren will, einfach das Wort Covid reinschreiben, publizieren, was man will. Also wir wissen mittlerweile vor wenigen Wochen, die müssen alle beatmet werden. Jetzt wissen wir, Beatmung ist doch nicht toll bei den Patienten. Wir wussten, Remdesivir ist die Rettung. Heute ist Remdesivir bei einer Studie durchgefallen. Wir wussten, Hydroxychloroquin ist die Rettung. Hydroxychloroquin macht Übersterblichkeit bei den Patienten seit ein paar Tagen. Also das ist das Problem. Wir haben eine Erkrankung, die wir seit wenigen Monaten, Wochen kennen. Wir haben vieles versucht, aber wir wissen das nicht. Und alle Studien, gute Studien, stehen noch aus. Es gibt aber Dinge, die wir wissen. Es betrifft nicht nur die Alten und die Kranken, aber vor allem die Alten und die Kranken. Es trifft auch Junge. Wir wissen, wer gesund da reingeht, geht gesünder wieder raus. Und wir wissen schon, wie man gesünder da reingehen kann. Dann ist jetzt der Bogen zu dem, was der Kurt gesagt hat, was du sagst. Wir müssen schon über eine Prophylaxe reden. Wir müssen darüber reden, das hat der Christoph vorhin gesagt, das ist jetzt die 4. Zoonose. Wir haben MERS gehabt, wir haben SARS gehabt, jetzt haben wir Covid-19. Die nächste wird kommen. Und das wäre toll, wenn wir da gesund reingehen. Wenn wir da reingehen ohne einen Diabetes, wenn wir da reingehen ohne einen Hypertonus, wenn wir da reingehen mit einer gesunden Lunge, mit einem gesunden Geist. Und
das kann man tatsächlich trainieren und darüber sollten wir reden. Ich behandle jetzt jeden Tag Patienten im Krankenhaus mit einer Beatmung, mit einer nicht-invasiven Beatmung. Patienten, die wach sind und durch eine Atemmaske beatmet werden. Das ist ein dramatischer psychischer Stress. Das kann man nicht gut wegstecken. Aber sowas kann man im Vorfeld trainieren. Wir haben Patienten, die kommen da rein mit schwerster Luftnot, aber Atmung kann man vorher trainieren. Dafür haben wir ja Daten. Und man sollte nicht den Fehler machen, zu glauben, gesunde Menschen haben keinen Mangel. Wir wissen von Ausdauersportlern im Leistungssport, die haben einen Eisenmangel. Wir wissen von Fußballern, von Ausdauersportlern, die haben in vielen Fällen einen Vitamin-D-Mangel. Wir wissen von Wintersportlern, die haben in vielen Fällen einen Omega-3-Säuremangel. Und nur zu glauben, das ist ein guter Sportler, der kann keinen Mangel haben, ist ein Fehler. Da muss man messen, da muss man substituieren. Und dann geht man gesünder in Krisensituationen hinein. Das wissen wir auch von der Wundheilung bei Sportlern in anderen Situationen. Darum, wenn wir über Covid reden, dann können wir jetzt über ganz viele Meinungen reden, die wir haben. Also seit gestern wissen wir aus Frankreich, dass irgendwie Rauchen eine ganz tolle Idee wäre. Raucher können das besser überleben als Nichtraucher, weil es kein Grund wäre zu rauchen. Aber man erhebt mit ganz, ganz viele Daten und versucht, die einzuordnen. Und hat ganz viele Meinungen, die man in wenigen Tagen wieder revidiert. Darum, es macht jetzt keinen Sinn, darüber zu reden, was ist die beste Therapie von Covid-19 und ob wir jetzt Remdesivir geben, Hydroxychloroquin, Chloroquin oder was auch immer. Es macht aber viel Sinn, darüber zu reden, was können wir tun, um mit möglichst guten Chancen in die nächste Erkrankungswelle oder in Covid-19 hineinzugehen. Ja, letztendlich auch, ne, wenn wir warten müssen oder wie wir gehört haben, auf einen Impfstoff, der im Herbst, Frühjahr, wann auch immer kommt, vielleicht ja auch früher, gibt es ja eine Überraschung, die Masken, Social Distancing, alles klar, aber ich meine, wir sind Lebewesen, die Psyche spielt ja auch eine Rolle, das geht ja in gewisser Art und Weise, wir haben Lockerung, heißt die Prophylaxe auch aktuell mit dem, was du siehst in der Klinik, ja, doch dann lernen in der Rehabilitation leider oder in der Therapie, aber die Prophylaxe, die angesprochen worden ist, macht schon Sinn. Wäre das auch dein Aufruf für jeden Kollegen, vielleicht mit den Patienten darüber zu sprechen, hey, am Telefon, wie auch immer, dass man, ne, bevor man jetzt sich zig Videos über Mikronährstoffe anschaut, mit dem Arzt darüber spricht, das wollen wir erreichen. Geht zum Sportmediziner, macht eine Diagnose, guck dir das doch mal an, guck mal, habe ich Übergewicht, ja, und nicht selber antworten. Dass man eine Empfehlung bekommt, Mangel beheben, zack, oder nicht beheben. Dass man wirklich in die Prophylaxe geht, neben Zähneputzen, mit der Psyche was macht, mit der Ernährung was macht, mit der Bewegung was macht, das Zusammenspiel. Aber, ja. Gut, ich gebe dir vollkommen recht. Der Einzige, den du machst, man muss ja nicht mit dem Patienten drüber reden, man muss dann mit dem Menschen drüber reden, bevor er ein Patient ist. Okay. Ja, wenn er ein Patient ist, reden wir Sekundärprophylaxe. Wir wollen jetzt über die Primärprophylaxe reden. So, wir wissen, Menschen mit dem gesunden Schlaf gehen besser in Erkrankungen hinein oder bekommen sie gar nicht. Wir wissen, Schlafstörungen machen Bluthochdruck zum Beispiel. Schlafen kann man lernen. Schlafen kann man trainieren. Wir wissen, Patienten mit einer guten Atemtechnik können mit gewissen Erkrankungen besser umgehen. Atemtechnik kann man trainieren. Es gibt hervorragende Daten für Tai Chi. Es gibt hervorragende Daten für rituelles Gebet. Da gibt es ja Daten dafür. Es gibt hervorragende Daten für den Einfluss von Meditation auf Diabetes. So über Nährstoffmangel müssen wir gar nicht reden. Die Daten, die liegen einfach vor. Vitamin-D-Mangel ist immer häufiger. Omega-3-Mangel ist immer häufiger. Eisenmangel ist immer häufiger. Wir wissen natürlich, dass Patienten mit einer gesunden Muskulatur besser atmen können. Wir wissen aber auch, schwere Erkrankungen machen eine Katabolie. Die Patienten verlieren Muskulatur in der Erkrankung. Das heißt, du würdest natürlich besonders gerne kräftig mit einem guten Körper in die Kranken hineingehen, um einfach mehr Reserven zu haben, um sie abzubauen. Das heißt, wir reden über das, was der Kurt gesagt hat. Wir reden über eine gesunde Muskulatur. Die ist nicht Gott gegeben, die muss man trainieren. Wir reden über eine gesunde Atmung. Das kann man trainieren. Wir reden über einen gestärkten Geist, das kann man trainieren. Wir können gerne darüber reden, wie. Wir reden über gesunde Zähne, chronische Entzündung, die kann man putzen. Und man muss sagen, auch da gab es Experten, als Zähneputzen zum ersten Mal als Thema auf den Markt kam, haben Experten davor gewarnt, nicht mehr als einmal die Woche Zähne zu putzen, weil das Zahnputzen würde die Zähne abnutzen. Expertenmeinung ist nicht immer der beste. Da weiß man, dreimal am Tag vor dem Schlafen, nach dem Essen, Zähne putzen nicht vergessen, ist nicht die schlechteste Idee. Also Experten muss eben Dinge weiter untersuchen. Wir wissen das ja alles. Man muss nur von dem
Menschen, nicht für den Patienten, für den Menschen, ein gutes Bündel schnüren. Ja. Bitte. Ja. Und genau das, was der Felix vorher erwähnt hat, das ist ja spannend. Wir erleben das eben nicht nur bei den Patienten, bei denen wir nachmessen, dass sie einen Eisenmangel haben. Da kommen zum Teil junge Leute, die sind 22 Jahre alt, mit einem Ferritin von 7. Ich habe jetzt eine junge Frau gehabt, 22 Jahre alt, der Darm ist entzündet, die ist kachektisch, die hat Angst, die schläft überhaupt nicht mehr, die ernährt sich vegan. Die hat eigentlich einen Mangel, der ist überhaupt gar nicht vorstellbar. Die hat einen massiven Proteinmangel, die hat einen Omega-3-Mangel. Ja, und das ist eine Risikokandidatin, obwohl sie 22 Jahre alt ist. Die kriegt kaum Luft, wenn die Treppe hoch muss. Das heißt, ich habe schon Schiss gehabt und habe sie eigentlich in die Klinik geschickt, dass sie dort eigentlich Infusionen kriegt. Deshalb aus Vitamin D. Ich habe eine schöne Folie. Wenn wir jetzt mal 30 Arme uns vorstellen von Vitamin D, gibt es noch den Vitamin D-Rezeptor, das Vitamin D-Bindeprotein. Und viele Prozesse auf eine ganz schnelle Immunerkennung. Es gibt solche Muster, die ein Pathogen erkennen und sofort reagieren. Also wie auf Duft schon, also mit einer Interferon-Antwort kommen, die dann eigentlich so ein Ding einschalten, wie Stimulated Interferon-Genes. Normalerweise ist das gut koordiniert, aber wenn der Körper einfach kein Vitamin D hat, dann fehlt wie ein GPS, ja, der Vitamin D-Rezeptor. Und in der US-Nationalmannschaft haben wir untersucht im Jahr 2012, 13, 14 und 15 im Januar kam der Vitamin D-Spiegel bei jungen, gesunden Männern. Und wir waren bei alle unter 10 Nanogramm, also unter 10. Aber wenn ich dann noch eine dunkle Haut habe, ja, dann bin ich ein Hochrisikokandidat, dass es aus dem Ruder läuft. Und was haben die Jungs auch noch gehabt? Ein HbA1c von 5,8, 5,9, 6,3, wenn natürlich der amerikanische Durchschnittsfood entsprechend ausgesehen hat. Und jetzt die Botschaft vom Profisport, wenn es möglich ist, dass ich in Deutschland bei jungen, gesunden Männern im Profifußball und im Profisport alles misse, dann muss ich messen, dann gibt es ein Monitoring, dann füllt man auf, dann gucke ich nach dem Darm, dass ich nicht was reinwirf, was unten rauskommt. Der Darm und die Ernährung muss die Basis sein und dann wird halt supplementiert und dann sehe ich genau wie viel. Und ich habe Kandidaten, die haben Diabetes Typ 2, die haben eine Insulinresistenz und die haben auch eine Vitamin D-Rezeptorresistenz. Ja, wenn es Vitamin D halt nicht anspringt, dann muss ich mal nachmessen, an was das liegt. Und dann gibt es einige Kandidaten, die brauchen halt eine höhere Dosierung. Und deshalb auch mit dem Omega-3-Index, der ist zum Teil verheerend, weil die Menschen zu viel schlechte Fette haben und auch zu wenig gute. Das heißt, ich selber, obwohl ich sicher keine schlechte Fette habe, habe auch einen Omega-3-Mangel gehabt. Ja, dann muss ich es halt einnehmen, auch wenn ich ein bisschen mufflig bin. Aber wir müssen die Menschen informieren. Und deshalb braucht es Aufklärung. Ich würde mir zum Beispiel auch noch wünschen, mit dem Christoph und in der Runde auch mit dem Felix und mit euch nochmal kurz zur Psychoneuroimmunologie, gerade jetzt da mit Neuroanatomie im Rücken, ja. Ja. Und der zweite Flügel mit dem Darm und der dritte sozusagen auch aus dem praktischen Leben. Das sind wichtige Dinge. Und wir müssen uns überlegen, wie wir Aufklärung betreiben. Nur wenn ich weiß, kann ich handeln. Aber wenn ich nichts weiß, kann ich auch nichts tun. Und dieses Wissen, das ist jetzt angebracht, das beizuverteilen. Vielleicht noch ein kurzer Punkt dazu. Also Vitamin D ist ja irgendwie in aller Munde und ist eine Modedroge. Alles richtig. Nur man muss sagen, es gibt ja gute Daten. Leute mit adäquat Vitamin D haben im Vergleich zu Leuten mit Vitamin D-Mangel 3-mal seltener eine saisonale Grippe. Ja, absolut. Das ist kein Schindler. Da gibt es Studium dazu. Das ist nicht irgendwie, wir wollen Vitamin D propagieren. Ich finde auch nicht, jeder Patient oder jeder Mensch muss jeden Morgen 4 Supplements nehmen. Nur man muss gucken, wo habe ich meinen Mangel. Wenn ich einen Mangel habe, muss ich den supplementieren. Nicht überalimentieren, aber den Mangel muss ich kennen, denn ich weiß, Vitamin D-Mangel hat häufiger eine Grippe. Genau. Felix Kurt, Matthew Walker, eating a broccoli over a cookie. Ne? Da wollen wir nicht hinkommen. Kurt, wir haben darüber telefoniert. Ne? Das ist ja das Thema. Also nicht jetzt losrennen, Vitamin D oben drauf kippen, sondern wirklich drüber sprechen. Deshalb ja auch Lehrauftrag vielleicht an Professor Schmitz und an seine Studenten, angehende Ärzte, Prophylaxe, Integration, Sportmedizin. Nein, wir haben ja gerade was begonnen, Christoph, denke ich, oder es ist ja schon lange da. Was wir nur gemeinsam, und ich hoffe auch nicht nur online, ich bin kein Freund des Onlines, weil das verursacht auch Stress, abends Videos angucken, lieber schlafen. Es geht nun mal nicht an, das ist eine gute Sache, aber ich würde gerne in unsere Workshops, in die soziale Nichtdistanz zurückzukommen irgendwann und dort diese Sachen etablieren und wirklich in der Sportmedizin. Prophylaxe, Primärprävention, vielleicht mit Hilfe von Christoph, LMU München und so weiter, das zu bewegen in der größeren Gruppe. Wir haben ja noch viel mehr Beiräte, viel mehr Leute, die hier
tragende Rolle spielen. Denn alleine nur Sportärztezeitung, das sind ja Menschen. Das sind ja Menschen, Daten, Themen, Inhalte, Weiterentwicklung. Oder Christoph, so haben wir es ja gehandhabt von Beginn an. Wenn ich mich noch mal kurz hier rein klinken darf. Und der Kurt hat eben was gesagt. Wir müssen ja momentan, und wir sind gerade jetzt wieder im Seminar Anatomie, Neuroanatomie hier im Sommersemester, Zweitsemesterstudenten, also erstes Studienjahr. Und gerade am Montag habe ich genau dieses Thema angesprochen und ich habe noch mal ein paar Dias gerade eben rausgesucht, die ich einfach zeigen möchte. Es ist für mich eins der die schönsten Dias, die ich in der ganzen Neuroanatomie kenne. Ich teile dazu noch mal kurz meinen Bildschirm. Ich mache das kurz, obwohl man da stundenlang drüber reden kann. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja. Das ist das, so wie das ist der sogenannte limbische Bogen nach Brag. Ja, war mein Heiko Brag war mein erster Chef in der Anatomie in Frankfurt. Und das ist so, wie die meisten von uns das Nervensystem kennen. Ja, also hier kommt der ganze Input rein. Dann haben wir unsere primären Zentren, also zum Beispiel den primär somatosensiblen Kortex. Dann kommt der sekundäre, dann kommen die Assoziationsfelder und dann kommt der frontale Assoziationskortex, der sekundärmotorische Kortex, die Basalganglienschleife, dann kommt die Kleinhirnschleife, kommt der primärmotorische Kortex und kommt die Reaktion des Gehirns mit dem motorischen Output. Das kennen wir alle. Ja, so machen wir Neuro oder so stellen wir uns das vor. So wird in ganz vielen Vorträgen geredet. Das kennen wir ja auch alle, da kommt irgendwas ins Gehirn rein, wird verarbeitet und dann eine adäquate Antwort wieder rausgegeben. Und Heiko Brag hat uns damals gesagt, guckt mal bitte nach hier. Hier ist so dieser kleine limbische Loop, der ist da so drin und da denkt man, naja, das hat ja gar nichts damit zu tun. Ja? So ist es aber nicht. Er hat dann gesagt, dann gucken wir doch einfach mal weiter. Jetzt muss ich einfach an Dia weitergehen. Er hat gesagt, das sieht tatsächlich so aus. Und jetzt wird es schon interessant, denn alles das, was in unsere Assoziationskortices reinkommt, geht in den Allokortex und da kommt die Amygdala ins Spiel. Da sind wir schon bei den Emotionen. Und dann ist die Amygdala an die endokrinen autonomen Zentren gekoppelt. Ja. Dann hat er gesagt, das ist aber immer noch nicht alles. Tatsächlich sieht es so aus und jetzt wird es richtig kompliziert. Ja. Das ist das, was die Studenten als Papeskreis lernen und solche Geschichten. Ja. Dann hat man hier die Corpora mammillaria, hier sind wir unten im Hypothalamus drin. Hier kommen immer wieder die endokrinen autonomen Zentren. Und dann hat er gesagt, tatsächlich ist das aber so. Ja. Und ich finde es einfach klasse und sollte man sich einfach mal vor Augen führen. Wir denken immer, dieser kleine Teil hier oben, das sei das ganze Gehirn. Ja. Die wichtigsten Dinge spielen tatsächlich in diesen Bereichen, die wir in der Anatomie, in der Neuroanatomie, in der Neurowissenschaft nur zu gerne vergessen. Und hier, da, mit der Amygdala als zentrales Zentrum, wir haben ja eben drüber gesprochen, hier ist tatsächlich dann die Anknüpfung. Und wenn wir hier den Locus coeruleus sehen, erinnern wir uns alle dran, ja, das ist das Nebennierenmark des Gehirns, so drücke ich es immer aus. Das Noradrenalin, was aus dem Nebennierenmark kommt, ist nicht Blut-Hirn-schrankengängig, also hat das Gehirn sein eigenes. Ja. Hier, das ist die ganze Neuromodulation, Raphekerne, Serotonin, das haben wir alles eben angesprochen. Ja. Und dann haben wir halt eben hier die Anknüpfung an die HPA-Achse. Also mit anderen Worten, das ist das, was ich damit ausdrücke. Ich nehme es jetzt wieder weg, weil das wirklich so kompliziert ist. Wir wissen sehr, der Kurt lacht, ja, ich kann das Paper gerne mal schicken. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile sehr genau wissen, wie die Ansteuerung tatsächlich ist. Ja. Und das ist alles gut verstanden mittlerweile. Das ist keine Hexerei mehr. Ja. Und das geht aber leider in den Diskussionen, wie wir in der Sportmedizin das Gehirn immer einbringen, total unter. Vielleicht sollten wir da tatsächlich mal ein separates Seminar zu machen, um diese Dinge mal wieder in die Köpfe reinzuholen. Wir haben diese Ansteuerung mittlerweile sehr genau verstanden. Das ist nicht mehr so, als dass wir da eine Blackbox hätten. Christoph, es gibt viel zu tun. Entschuldigung, Kurt, es gibt viel zu tun. Und ich denke, die Prophylaxe in der Sportmedizin, wir haben jetzt ja einfach nur mal stimuliert, gezeigt. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Das werden wir mit Sicherheit ausarbeiten können. Ich denke, wir sind uns da alle einig, oder also ihr als Experten, Prophylaxe, Sportmedizin gehört zusammen. Und da können wir mit Sicherheit noch viel machen. Ne? Und das wird uns allen helfen können. Wann auch immer, wie auch immer, für was auch immer noch. Nicht nur für die aktuelle Situation, sondern für alles andere. Und ich denke, dieser Teaching Moment ist jetzt da. Wer ihn jetzt nutzt, wird gewinnen. Wer ihn nicht nutzt, weiß ich nicht. Ja, Felix. Ja, ich habe mal eine Studie, das ist N gleich 1. Das bin ich selbst. Also wir reden Prophylaxe, was mache ich eigentlich? Also ich muss da jeden Tag rein, um mich rum mit Covid-Patienten. Ich will das nicht bekommen.
es ging irgendwann los und dann merkt man schon, oh, man kann jetzt doch schlechter schlafen. Man muss über Dinge reden, über die man gar nicht reden will. Wir reden über Triage, also Triage. Patienten sterben lassen, die man behandeln können, anders behandeln, das sind Dinge, über die will ich gar nicht reden. Und da wurde ich dann nervös. Ich so, pass mal auf, jetzt was ernst, ich muss was ändern. Und ich habe ein klares Konzept im Moment. Ich stehe jeden Morgen auf der gleichen Zeit. Ich meditiere jeden Morgen 20 Minuten. Ich habe mir fest vorgenommen, jeden Tag ausreichend Wasser trinken. Ich nehme mir jeden Mittag Zeit, nochmal 10 Minuten zu meditieren. Ich gehe jeden Abend zur möglichst gleichen Zeit ins Bett. Ich achte mehr auf meine Ernährung als sonst. Im Moment ist Junkfood komplett draußen. Im Moment ist es wirklich komplett Natural Eating, was mir manchmal ein bisschen schwer fällt. Ich habe den Zucker noch mehr reduziert und das Witzige ist, ich habe vielleicht an der stressigsten Zeit meines Lebens, auch mental, das sind einfach Dinge, die ich gar nicht beherrsche, die habe ich nie gelernt und muss es trotzdem machen. Ich mache jeden Tag Sport. Mir geht es so gut wie lange nicht mehr. Ich kann hervorragend schlafen. Das habe ich jetzt gelernt. Meditation, ich brauche noch 2 Minuten und ich bin komplett unten. Wunderbar. Ich habe einen Darm, der so wie lange nicht mehr. Ja, also das ist Prophylaxe. Ich habe das noch nicht. Ich will das nicht haben. Wenn ich es kriege, will ich fit da reingehen. Und die Studie N gleich 1. Wenn du meditierst, wenn du schläfst, wenn du Wasser trinkst, auf die Ernährung achtest, wenn du Sport treibst und Atemgymnastik machst, in der Studie N gleich 1 ist das Ergebnis, man geht da besser rein. Super. Ja. Ich danke euch. Wir sind jetzt doch mit der Zeit vorangeschritten. Das war extrem spannend und ich denke, wir haben mehr als stimuliert. Und ja, vielen Dank euch. Und wir werden in der nächsten Sportärztezeitung, die am Montag, Dienstag dann so in Druck geht, je nachdem plus minus 1-2 Tage in der aktuellen Situation, von jedem eigentlich von euch was lesen. Nicht dazu. Und dann werden wir auch gucken, wie wir die Themen weiter bedienen. Also ich bedanke mich und auch den Zuschauern, Zuhörern, die das dann bekommen werden. Ja, viel Erfolg und danke fürs weitere Unterstützen bei der Sportärztezeitung. Danke euch, alles Gute. Der Felix hat vorhin was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, trainierte Muskeln sind nicht angeboren. Ja? Das stimmt aber nur halb aus wissenschaftlicher Sicht. Denn Kinder haben trainierte Muskeln, genauso wie sie sie brauchen. Und kurioserweise haben Kinder auch praktisch kein Problem mit Corona. Die Frage, was dahinter steckt, ist eine generelle Frage, die ich auch meinen Studenten immer erkläre. Es hat in der gesamten Evolution nie ein besonderer Evolutionsdruck auf dem Altern gelegen. Das hat es nie gegeben. Ja? Das heißt, unsere gesamten Lebensumstände, so wie wir heute alle da sind und so wie wir alle hier sitzen, ja, die Evolution hat keinen von uns Vieren so vorgesehen, wie wir hier jetzt sind. Das müssen wir uns einfach immer vor Augen halten. Ja? Die Evolution hat uns so lange optimiert, bis wir unsere Gene weitergegeben haben und dann hat sie uns sich selbst überlassen. Und das ist ein Hauptproblem in der Medizin. Wenn wir alle nur 20 Jahre leben würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch mit solchen Sachen wie Covid kaum Probleme, ja, kurioserweise auch mit dem Alzheimer nicht. Ja. Es gab ja Studien, dass man gesagt hat, was passiert, wenn zum Beispiel in Indien die Lebenserwartung hochgeht, bekommen diese Personen dann auch Alzheimer oder bekommen sie nicht, weil es gab es bis vor 50 Jahren in Indien nicht Alzheimer. Und tatsächlich, sie haben ihn genauso bekommen wie alle anderen auch. Das heißt, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den man in die ganze Diskussion noch mit einwerfen muss. Wir sind von der Evolution nicht für das optimiert worden, was wir jetzt im Moment machen. Unsere Kinder schon, aber wir nicht. Und das bedeutet tatsächlich, und da kann ich dem Kurt nur recht geben, faszinierender Vortrag, absolut klasse. Und der Felix hat es ja auch gesagt, wir müssen tatsächlich was aktiv tun. Diese Botschaft ist auch unter wissenschaftlichen Aspekten ohne jede Frage. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir in unserem Alter, wir sagen nicht, wie alt wir sind, ja, aber wir in unserem Alter können nicht davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist, de facto. Und es ist tatsächlich richtig, nur weil man Sport macht, ist man noch lange nicht gesund, habt ihr auch beide wunderbar gesagt. Ja. Und nur weil man sich vegan ernährt, ist man schon überhaupt nicht lange gesund. Ja. Ich meine, der Vitamin B12-Mangel, das ist so evident, dass wir da überhaupt nicht drüber sprechen müssen. Ja. Mit anderen Worten, das muss man immer mit dazu denken, so wie wir sind, sind wir von der Natur nicht vorgesehen und deswegen müssen wir was tun, egal ob wir es wollen oder nicht. Da kann ich dem Felix nur zustimmen, ich kann dem Kurt nur zustimmen. Das ist wissenschaftlich alles exakt mittlerweile gut bekannt.
Vielleicht noch eins zu den Muskeln. Und zwar der Dieter Felsenberg ist ja schon immer so ein Muskelknochenforscher mit Osteoporose und dann natürlich eigentlich so Muskeln als Chef und Knochen. Was wir jetzt natürlich schon beobachtet haben, in der Evolution war das gut geplant, aber die Zivilisation macht Sabotage. Und wenn wir jetzt gucken, wie viele Kinder eigentlich tatsächlich schon dickleibig sind, also nicht nur ein bisschen übergewichtig, sondern in Richtung Obesity, ja. Wie viele Kinder schon, wenn Diabetes Typ 2 kriegen und wie viele Kinder nicht mehr bewegen, war eine Studie jetzt vom September letzten Jahres, haben 4 von 10 Kindern in Deutschland chronische Schmerz, das müsst ihr euch mal vorstellen, chronische Schmerz, ist halt Körperhaltung, Stress, Muskelsystem aus dem Lot. Und deshalb haben wir ja so ein Projekt in Leipzig mit der Grundschule. Die Hälfte von den Kindern kann nicht mal auf einem Bein stehen. Das ist total verrückt. Ja? Und deshalb schlägt es jetzt dazu. Deshalb hoffe ich, dass wir eigentlich sogar noch einen Schritt zurückgehen können, dass die Kinder wieder wie in der Evolution vorgesehen, eigentlich sich fit halten. Ja? Denn sonst sieht es richtig düster aus. Wenn die jetzt schon der Diabetes Typ 2 und Herzerkrankung und Obesity und Stoffwechselerkrankung, Bluthochdrücker, ja, aber dann verändert sich es, dass nicht mehr nur die viel ältere Anteil der Bevölkerung so ein Problem kriegt, sondern dann wäre die immer jünger. Ja, und die kriegen es auch nicht mehr los. Prophylaxe, yes. Toller Abschluss. Ich danke euch vielmals und ein gutes Wochenende und auf bald. Passt auf danke. Euch. Okay. Vielen Dank. Es war eine Freude und lehrreich. Gleichfalls. Super. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.